Just Another Bug Hunt, also nur eine weitere Ungezieferjagd, das könnte man tatsächlich auch über Aliens vs. Predator sagen. Denn so großartig wie der Vorgänger ist der neueste Teil leider nicht. Dabei fängt die Marine-Kampagne ja eigentlich genauso an wie Teil 2. Außer dass der Bewegungsmelder piepst, tut sich in den dunklen Gängen erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und das ist tatsächlich sehr spannend. Über Funk lassen wir uns von einer Kollegin namens Tequila durch eine Kolonie leiten, in der dank der Weyland-Yutani Corporation wieder mal Aliens ausgebrochen sind. Also Standard-Story mit Standardelementen wie Such den Schalter und geskripteten Schockeffekten. Doch was im Vorgänger noch für Angst und Schrecken gesorgt hat, wirkt in Aliens vs. Predator lediglich, sagen wir mal, bemüht. Dafür hat man all das schon zu oft und vor allem auch schon viel besser gesehen. Interaktion mit anderen Marines gibt's nicht. Die Kollegen sind nur dafür da, um in Ventilationsschächte gezogen zu werden. Richtig gut inszenierte Sequenzen wie dieser Kampf in einer Disco sind äußerst selten. Außerdem verlieren die Aliens sehr viel an Gefährlichkeit, denn mit der mittleren Maustaste können wir deren Nahkampfangriffe abwehren. Die Marine-Kampagne ist also erschreckend, erschreckend unspannend. Derweil landet auf dem Planeten noch ein Predator. Die Kolonie beheimatet nämlich das Grab eines angesehenen Predator-Vorfahren, seines Königs oder sowas, und es stinkt den Predators, dass die Menschen ihre Heiligtümer entweihen. Wenn es dann auch noch Aliens zu jagen gibt, umso besser. Der Predator setzt technischen Schnickschnack ein, zum Beispiel eine Zoom-Funktion. Obwohl er ein starker Kämpfer ist, sollte er sich nicht frontal mit zwei Marines und einer Selbstschussanlage anlegen, also müssen wir hier die Fähigkeiten des Predators nutzen. Dazu gehört natürlich seine Tarnfunktion, mit der er sich für Menschen nahezu unsichtbar macht. Außerdem kann der Predator über weite Strecken springen, allerdings nur dorthin, wo das Spiel es zulässt. Mit der E-Taste können wir einzelne Marines zu einem bestimmten Punkt locken und so unsere Gegner trennen. Wenn wir nah genug an einem Feind dran sind, können wir ihn anspringen. Auf den beiden niedrigen Schwierigkeitsgraden stürzt unser Opfer dabei und lässt sich mit einem Tastendruck in eine Trophäe verwandeln. Kurz per Thermalsicht die Lage gecheckt, sehr gut, der andere Marine ist außer Sichtweite, also dann mal los. Splatter-Freunde können das sicherlich den ganzen Tag machen, einen spielerischen Nutzen hat es allerdings nicht. Eher sogar ein Nachteil, denn während des sogenannten Trophy-Kills stehen sie wehrlos da. Belohnungen, etwa neue Waffen, gibt es für Trophy-Kills nicht. Wir könnten also genauso gut gleich weiter zum Levelausgang rennen, aber naja, sie schauen sich dieses Video wohl kaum an, um sich die Levels anzusehen, oder? Also gut, bitteschön. Der Predator benutzt auch drei Fernwaffen, darunter der Plasma-Caster. Seine Hauptwaffen sind aber seine Handgelenksklingen, mit denen er bevorzugt Aliens verhackstückt. Auf den beiden niedrigen Schwierigkeitsgraden sind diese Kämpfe viel zu leicht, zumal das Spiel sogar einblendet, welche Taste sie wann drücken sollten, um zu gewinnen. In der Predator- und Marine-Kampagne empfehlen wir ihn deshalb auf schwer zu spielen. Die Alien-Kampagne fängt recht spannend an. Sie spielen Nummer 6, ein besonders cleveres Alien, das aus der Gefangenschaft entkommt. Sex befreit seine Geschwister und sorgt damit für den Anfang vom Ende. Stichwort Ende, das war's dann auch schon wieder mit der Alien-Story, denn irgendwie verläuft die Geschichte um 6 ab jetzt im Sande. Stattdessen hauen sie die nächsten 2 Stunden nur noch Stromkästen kaputt. Toll ist natürlich, dass das Vieh dabei auch an den Decken und Wänden herumlaufen kann.
Außerdem kann das Alien seine Feinde riechen und so auch durch Objekte hindurch wahrnehmen. Deshalb die rote Umrandung dieser Marines. Einer von denen schaut jetzt nach, warum der Strom aus ist, und wie beim Predator können wir dem armen Kerl jetzt ein grausames Ende bereiten. Was? Das Nahkampfsystem mit leichter und schwerer Attacke und Blocks greift eigentlich erst im Multiplayer-Modus und macht da auch ordentlich Spaß. Im Modus Predator Hunt treten mehrere Marines gegen einen Predator an und nur der kann punkten. You are the hunter. Eliminate the Marines. Wer den Predator erledigt, tauscht mit ihm die Rolle. Allerdings sind bei Predator Hunt ohnehin die Rollen vertauscht, denn die Marines sind als Team so stark, dass der Predator froh sein kann, auch nur einen von denen zu erledigen. Der Infestation-Modus klingt zunächst auch recht spannend. Ein Alien gegen viele Marines, wer getötet wird, wird selbst Alien. Allerdings haben die Marines derweil keine Aufgabe und die Aliens unbegrenzte Respawns, sodass die Marines einfach nur zusammenstehen und die Aliens einfach nur drauf losstürmen, bis die Runde dann recht schnell vorbei ist. I will get your ass, bitch. Last man standing. Rebellion hat die Entwicklung des Genres also völlig verpennt, was sehr schade um das an sich großartige Spielprinzip ist. Da möchte man den Entwicklern doch vor Wut ins Hirn beißen!